Ja, Hobbyhandwerker und Profiheimwerker, aufgepasst. Auch für Sie haben wir immer die tollsten Produkte in unserem Pearl-Katalog. Und die gibt es jetzt hier bei uns bei Pearl TV, bei dem Besten aus dem Katalog, zu den TV-Sonderpreisen. Sie profitieren ja immer als Pearl-TV-Zuschauer. Wir zeigen ja immer das Beste aus dem Katalog hier bei uns zu ganz toll reduzierten Preisen. Und da können Sie immer gleich bestellen. Und heute, Ralf, haben wir wirklich was Sensationelles. Ja, und wir sind ja nicht alle Handwerksprofis. Aber wenn wir mal eine Kleinigkeit reparieren wollen, dann ist es doch gut, wenn wir Werkzeug haben wie die Profis. Ja. Und das haben wir hier. Ein 101-teiliges Set, das wirklich jede Schraube problemlos öffnen oder schließen lässt. Also reindrehen oder rausdrehen lässt. Wir sehen auf den ersten Blick schon mal viele Schraubendreher. Das sind insgesamt 31 Stück. Die haben auch was ganz Besonderes oder mehrere Sachen. Komme ich gleich dazu. Wir haben Feinmechaniker-Werkzeug, wir haben Winkelschrauber und wir haben ein unglaublich umfangreiches Bitset, nämlich genau 60 Stück. Und hier bestes Chrom-Vanadium-Stahl, muss man auch sagen, sehr, sehr haltbar. Wir sehen gleich auf den ersten Blick, glaube ich, die Kreuzschlitzschraubenzieher, die Schlitzschraubenzieher. Aber hier sind auch Torx, Innenvierkant, Innensechskant, Proxy-Drive. Also alles, was du heutzutage an Schrauben erwarten kannst, ist hier eigentlich verfügbar in allen Größen. Und somit ist auch mal ein Möbelstück aus Schweden ist da kein Problem. Weil die haben ja teilweise an einem Möbelstück vier verschiedene Schrauben. Das stimmt, ne? Also das früher, kennen Sie wahrscheinlich auch. Früher bist du ausgekommen, wenn du vier Schraubendreher hattest. Ja. Einen großen Schlitz, einen kleinen Schlitz, einen großen Kreuzschlitz, einen kleinen Kreuzschlitz. Ja. Das reicht heute nicht mehr, weil ich glaube, jeder Hersteller hat eine eigene Schraube, die er einsetzt. Jetzt haben wir bei den großen Schraubendrehern ein paar Riesenvorteile. Ja. Erstens mal sehen wir am Griff schon, wenn wir mal eins rausnehmen, du siehst, das ist gummiert und genoppt. Ja. Ja, das heißt, du kannst rutschfrei fest greifen. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, sehen wir hier einen weiteren Vorteil. Das ist nicht nur optisch ein Highlight, dass hier so eine schwarze Spitze ist. Das ist auch noch magnetisch. Das heißt, beim Ansetzen ist das ganz wichtig. Du musst nicht immer so pflümeln, sagt man im Badischen. Ja? Und auch wenn die Schraube raus ist, bleibt sie hier hängen und du kannst sie bequem in die Hand nehmen. Aber was ich hier für gerade für unsere Amateure oder Laien, wie immer sie sich bezeichnen wollen, unglaublich toll finde, ist, du siehst auf den ersten Blick, was für einen Schraubendreher du brauchst. Beziehungsweise du weißt, welchen du brauchst, aber du findest ihn auf Anhieb. Weil jetzt sage ich zu dir zum Beispiel, gib mir mal einen großen Schlitzschraubenzieher. Jetzt kennt man das, da müsst ihr jetzt normalerweise bei allem nachschauen, welches ist denn jetzt. Aber du machst es jetzt auf Anhieb, oder? Ja, ich kann das jetzt, einen großen Schlitz, kann ich so quasi fast blind, einen Blick hier muss ich riskieren und dann kann ich den hier einfach rausziehen und habe einen großen, ich zeige Ihnen das mal, das ist jetzt ein großer Schlitzschraubendreher. Schauen Sie mal. Das ist Geheimnis. Richtig, weil normal wäre es eine Chance von 1 zu 31. Ja. Hier sehen wir es aber jederzeit oben die Beschriftung auf jeden einzelnen Schraubendreher. Und da sehe ich schon erstens mal Bild und dann auch noch schriftlich, also was für eine Größe. Und somit habe ich keinen Griff daneben. Ich greife immer genau den Schraubendreher, den ich brauche. Einen, den können Sie jetzt vielleicht nicht identifizieren. Moment, ich mache den mal wieder zurück. Hier, und zwar diese hier. Und der ist natürlich für die Bit-Funktion. Den holen wir jetzt auch mal raus. Das ist hier auch eine Ratschen-Funktion. Das heißt, auf- und zudrehen, ansatzlos, also du musst nicht immer wieder frisch ansetzen. Und da sehen wir das auch. Ich glaube, wenn man es einmal sich gemerkt hat, dass das für die Bit-Einsätze ist, dann kann man es sich wirklich merken. Und hier kannst du jetzt alle Bits drehen. Natürlich könnte man die Bits auch in einen Akkuschrauber verwenden. Ist das ja ist auch super, ne? Überhaupt kein Problem. Aber was ich hier unglaublich toll finde, 101 Teile. Ja? Und wir haben einen Preis von 23,70. Das heißt, und TV-Sonderpreis natürlich, exklusiv für Sie, das heißt hier kostet ein Teil knapp 23 Cent. Das muss man sich mal vorstellen. Also man hat vielleicht auch schon mal einen Schraubendreher gekauft im 1-Euro-Laden. Mhm. Ja? Aber 1-Euro-Laden heißt 1 Euro. Jetzt hatten wir schon die großen Schraubendreher, 31 Stück. Das wären also schon 31 Euro. Dann hättest du aber noch keine Halterung und du hättest das komplette Bitset nicht dabei und die Winkelschrauber nicht. Und hier ist es schön aufgeräumt. Das ist alles in einem. Du hast wirklich alles, was auf dich zukommen könnte. Wir sehen hier noch, das habe ich ganz unterschlagen, wir haben noch 6 Nüsse, also 6 Sechskantnüsse von 6 bis 11 mm, also auch mal für große Schlossschrauben oder ähnliches, dass du die handhaben kannst. Also wirklich, egal was für eine Schraube kommt, du kannst hier schrauben. Und ganz interessant finde ich auch noch die Winkelschraube. Das haben ja die ganz, ganz wenigen Haushalte haben das zu Hause. Und jeder, der mal irgendwo in einer engen Stelle schrauben musste,
weiß, was das ist. Zum Beispiel, mir ist das mal passiert, Kühlschrankseite. Du musst auf der Kühlschrankseite eine Schraube festdrehen. Mhm. Da kommst du ja nicht dran. Das heißt, du musst den Kühlschrank mühevoll aus der Küche praktisch rausholen, damit du drankommst. Mit so einem Winkelschrauber ist das kein Problem. Platz ist hier in der kleinsten Ecke, ja, weil du kannst eben über den Winkel, über die Ecke ansetzen. Und kannst ist das dann nicht auch so bei Schubladen? Da musst du die Schubladen nicht ausbauen, um da drin zu schrauben. Und auch nicht, ne? ausräumen, oder? Weil Schublade ist auch ein gutes Beispiel. Klar, innen, wenn die Armaturen bisschen locker ist, schraubt man ihnen. Und dann musst du normalerweise, um mit dem Schraubendreher reinzukommen, komplett ausräumen. Ja. Hier setzt du so an. Ich glaube, das Stückchen kriegen wir frei. Und dann kannst du die Schraube auf- oder zudrehen. Mhm. Und das haben wir klein, Kreuzschlitz, Schlitz, aber auch größer, Kreuzschlitz, Schlitz. Also hier sind die gängigsten Schrauben vorhanden. Also das ist für mich wirklich durchdacht. Hier ist alles, was man irgendwie schrauben könnte, ist hier vorhanden. Und das sage nicht nur ich, das sagt auch die Presse. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Schauen Sie mal hier, 4 von 5 Sternen mit dem 101-teiligen Schraubendreher und Bitset von AGT ist der Selbermacher für die meisten zu Hause anfallenden Reparaturarbeiten bestens ausgestattet, ja, im Heimwerkertest. Toll abgeschnitten hier, unser wunderschönes Set. Und haben Sie das gesehen? Das ist ja alles in dieser wunderschönen Box, könnte man sagen, in diesem kleinen Regal. Das kann man so hinstellen, wie wir das jetzt gemacht haben. Das kann man jetzt aber auch perfekt an die Wand anbringen, wenn man möchte, ne? Ja, natürlich. Also gerade wenn man eine kleine Werkstatt hat oder eine Garage, 2 Schrauben in der Wand aufhängen, dann ist es auch aus dem Weg, steht nirgends im Weg rum. Aber auch so, für den normalen wirklich Heimwerker, der ab und zu mal eine Schraube hat, macht das unglaublich viel Sinn. Weil ich glaube, das ist jedem von uns schon mal passiert. Ach ja, komm, die Schraube drehe ich schnell fest und dann gucke ich, was ist das denn für eine? Eine Innen-Vierkant, eine Innen-Sechskant, eine Torx, Proxy-Drive. Ganz egal, du bist ja jetzt gewappnet und im normalen Haushalt sind halt die Schlitz und die Kreuzschlitz. Vielleicht hat man noch einen Inbusschlüssel. Aber dann ist Ende Gelände. Und man sucht auch immer ewig, wenn man 5 Schraubendreher hat. Das ist ja so Murphys Gesetz. Der, den ich brauche, nehme ich als letztes in die Hand, weil ich ja immer nur den glatten Griff sehe, ja, und nicht die Spitze. Und dementsprechend einen nach dem anderen erstmal rausziehen, bis ich den richtigen habe. Das entfällt hier auch. Und du siehst auch hier bei den Bits, die sind hervorragend beschriftet. Also auch als Laie siehst du sofort, welche Größe du hast. Und wenn du einmal daneben greifst und einmal eine Nummer zu groß oder zu klein erst greifst, ist dieser kein Problem, einfach wieder rein und die passende Größe rausholen. Die Bithalterung ist übrigens leicht magnetisch, das heißt, der Bit, das Bit hält hier 100%ig und dann kannst du wirklich alles schrauben, was du schrauben willst, alles, fast alles, sage ich jetzt mal, was im normalen Haushalt anfällt für uns Hobbyheimwerker, ist hier zu handeln und du siehst, das sieht auch noch toll aus, das ist eine Armada an Schraubendrehern und hier bleibt wirklich keine Schraube mehr ungeschraubt. Also egal was kommt, du bist hier auch bestens ausgestattet. Hier, die vorderen halte ich übrigens auch für wichtig. Das sind sie ganz klein, ne? Ja, zum Beispiel. Also Beispiel, was jeder kennt, der eine Brille trägt. Brillenschraube löst sich. Du hast normalerweise nicht das Feinmechanikerwerkzeug. Aber was noch viel mehr im Kommen ist, Kinderspielzeug. Alles, was elektrisch betrieben ist oder mit Batterie, sind die Batteriefächer mittlerweile verschraubt. Die sind nicht mehr nur so von Hand aufzumachen, sondern sie sind mit ganz kleinen Schrauben, meistens Kreuzschlitz oder Schlitzschrauben, sind die verschraubt. Und so einen kleinen Schraubenzieher hast du normal auch nicht. Den kleinsten, den man hat, ist der Phasenprüfer. Ich glaube, das war früher gang und gäbe. Und wenn man auch mal eine Lüsterklemme geschraubt hat. Ja, aber mittlerweile gibt es halt viele, viele kleinere Schrauben und da bist du auch bestens ausgestattet. Also hier Daumen hoch und absolute Kaufempfehlung. 23,70 Euro ist der Hammerpreis. Ist er, ne? Und da muss man einfach zuschlagen und dann kann kommen, was will, schraubentechnisch. Ich bin bereit. 23,70 Euro. Ne? Nochmal jetzt für Sie, das ist jetzt der TV-Sonderpreis. 23,70 Euro für dieses tolle Set für Sie. Exklusiv für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Deshalb, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Das ist jetzt Ihr TV-Sonderpreis, den Sie jetzt hier bekommen. Sie können jetzt anrufen unter der 0180 51 51 3x die 2. Gleich sichern. Sie dürfen natürlich auch mehrere bestellen, wenn Sie möchten. Vielleicht ein schönes Geschenk. Die Bestellnummer, die NX3280 und die 569. Also gleich in die Leitung gehen und sich dieses tolle Schrauben- und Bitset sichern.